hörst du eine meiner besten Predigten von diesem Jahr. Okay? Ready? Preis dem Herrn. Praise the Lord. Bevor wir das machen, noch ein kurzes Wort zum Opfer, zur Saat- und Erntezeit. Petrus hat nichts gefischt. Er kam ganz enttäuscht zurück. Er kam nach Hause nach einer ganzen Nacht draußen, versucht zu fischen. Und Petrus ist ganz enttäuscht. Und Jesus bittet um sein Boot. Und Petrus gibt ihm sein Boot. Aber nicht zum Fischen. Jesus braucht das Boot von Petrus für den Dienst. Denn er segelt ja ein wenig ans Ufer hinaus und von dort spricht er zu den Leuten. Und nachdem er seinen Dienst vollendet hat, sagt Jesus, dass sie nochmals rausfahren sollen, die Netze nochmals auswerfen sollen und sie fangen ihren Fang des Lebens. Catch of their life. Okay, der Fang des Lebens. Preis dem Herrn, wenn du mit deinem Schatzi hier bist, schau mal deinen Schatzi an, sag, du bist der Fang meines Lebens. Catch of my life. Es gibt verschiedene Fänge des Lebens. Und Petrus fängt die Fische seines Lebens. Und weißt du, was wir daraus sehen, daraus lesen, aus dieser Geschichte? Wann immer wir dem Herrn etwas von uns zur Verfügung stellen, wird er es vervielfältigen. Petrus gab Jesus sein Boot, stimmt's? Er hat ihm sein Boot gegeben, sein Arbeitsmaterial. Und Jesus hat, weil er ihm gegeben hat, vervielfältigt. Und das ist das, was unser Gott immer tut. Unser Gott ist ein Gott der Multiplikation. Halleluja. Und weswegen geben wir Sonntag für Sonntag? Weswegen geben wir jeden Sonntag, auch unter der Woche oder via Einzahlung oder via Einzahlungsscheine, weswegen geben wir dem Herrn? Simpel und einfach, wir geben dem, der konstant uns gibt. Ist es nicht großartig? Wir geben nicht, dass er uns weitergibt. Wir geben, weil er uns konstant gibt, weil er uns schon immer gegeben hat und weil er das auch weiterhin tun wird. Wir geben dem, der konstant uns gibt. Ist das nicht wunderbar, einfach das zu wissen? Ob es Großes ist, ob es Kleines ist, ob es viel ist, ob es wenig ist, Jesus gibt uns konstant. Und das motiviert uns, ihm zu geben. Denn wir wissen, das, was wir ihm geben, er wird es multiplizieren. All das, was wir ihm zur Verfügung stellen. Stell ihm dein Alter zur Verfügung. Und er wird es multiplizieren, die Jahre deines Lebens. Amen. Meine Frau hat das getan. Sie war, bevor sie den Fang ihres Lebens machte, war sie 11 Jahre lang alleine. Okay? 11 Jahre lang. Und sie hat diese 11 Jahre für den Herrn investiert. 11 Jahre lang. Und weißt du was? Der Herr hat ihre Jugend erneuert. Ist das nicht wunderbar? Er hat ihr Jahre dazugegeben. Ist sie nicht das schönste Mädchen hier in der Gemeinde? Jeder sollte das von seiner Frau sagen, stimmt? Preis dem Herrn. Er hat ihre Jugend erneuert, er hat ihre Jahre erneuert. Preis dem Herrn. Und für das, dass sie erst 32 geworden ist, sieht sie sensationell aus. Aber wenn wir unsere Jahre dem Herrn zur Verfügung stellen, unsere Gaben, unsere Talente, unsere Finanzen, was immer es auch ist, er wird es vervielfältigen. Halleluja. Und wir sehen so viele Geschichten in der Bibel, wo das geschehen ist. Ein kleiner Junge ist gekommen, hat ein paar Fische, ein paar Brote gegeben. Was hat Jesus damit gemacht? Er hat sie multipliziert. Was immer wir Jesus geben, er wird es vervielfältigen. Amen. Preis dem Herrn. Hey, wisst ihr was? Wir hatten ein fantastisches Jahr. Finanziell dieses Jahr ein großartiges Jahr. Wir konnten schon über 100.000 Franken amortisieren. Die letzte große Amortisationsrate für dieses Jahr ist am 31.12. wie immer. Jedes Jahr haben wir am 31.12., also so in der Neujahrsnacht, haben wir die größte Amortisationsrate zu leisten. 140.000 und dann haben wir unsere Ammo erfüllt für dieses Jahr. Also denk an uns, denk an die Gemeinde. Das ist der Monat von Gratifikationen, Bonis etc., Segnungen. Denke immer an deine Gemeinde und eben immer auch speziell im Dezember. Okay, lasst uns zusammen aufstehen. Unsere Ordner werden auch Einzahlungsscheine durch die Reihen geben oder hinten rein schicken für alle die, die uns helfen wollen mit der Amortisation oder einfach ganz generell werden Einzahlungsscheine mitgeschickt. Halleluja. Lass uns beten. Vater, wir danken dir so sehr für all
deine Versorgung, die du uns konstant gibst. Ich bitte dich für die ganze Gemeinde, jeden Einzelnen, der hier ist. Vater, ich bitte dich für finanzielle Wunder. Diejenigen, die finanzielle Notfälle haben. Jesus, du bist der Herr über die Notfälle. Du bist der Herr und der Versorger über jeden Notfall. Und ich bitte dich gerade jetzt, dass in übernatürlich schneller Zeit, wunderwirkend, Finanzen dort hineinkommen, wo Notfälle sind, wo Notfälle entstanden sind, wo Rechnungen drücken, wo Rechnungen beglichen werden müssen, wo Schulden beglichen werden müssen. Jesus, ich bitte dich gerade jetzt, dass du hilfst, dass du eingreifst und dass du übernatürlich Finanzen bringst zu diesen Personen und zu diesen Menschen hin, dass sie, Halleluja, deine Wunder sehen und deine Wunder erkennen. Danke, Jesus, für einen großen finanziellen Segen für jeden Einzelnen von hier und auch, dass wir im kommenden Jahr finanziell, jeder von hier, jeder hier, finanziell zunimmt. In Jesus' Name. Amen und Amen. Preis dem Herrn, darf ich die Ordner bitten, die Körbe und die Einzahlungsscheine durch die Reihen zu geben. Vielen, vielen Dank. Ich wechsle hier die Bühne einen Moment. Vielen Dank. Nichts ist selbstverständlich hier. Wir nehmen und wissen, dass alles übernatürlich ist. Wirklich, wirklich. Nichts ist selbstverständlich. Kein Sonntagmorgen, kein finanzieller Beitrag nehmen wir als gewöhnlich, als selbstverständlich. Ich weiß, dass der Herr uns seit vielen, vielen Jahren auf einer überdurchschnittlichen Art und Weise versorgt. Ich bin viel im Kontakt mit anderen Pastoren, mit anderen Gemeinden. Und wenn ich ihre Budgets höre, dann sind das andere Dimensionen. Okay, nicht höhere, sondern tiefere. Und der Herr versorgt uns seit so vielen Jahren übernatürlich mit viel. Und deswegen sage ich, wir nehmen nichts als selbstverständlich. Kein Betrag ist zu klein. Weißt du, was Pastor Erich eben auch immer noch sagt? Kein Betrag ist zu klein. Ganz genau, kein Betrag ist zu groß. Praise the Lord. Dieses Andachtsbuch von Pastor Prinz. Da war es, ganz genau. Und weg war es. Dieses Andachtsbuch ist so schön gemacht, dass es nur schon weihnachtlich aussieht. Okay? Also, verstehe mich nicht falsch, ich will das hier wirklich nicht promotieren, aber das ist wirklich so gut, das musst du haben. Weil das ein großartiges Geschenk ist. Ich bin jetzt schon am Überlegen, wem ich das schenken kann. Ich habe schon ein paar Leute in meinem Kopf. Aber das ist so super gemacht, auch sieht wirklich ein wenig weihnachtlich aus. Und weißt du, wir verdienen an diesen Büchern nichts. Das geht alles in den Grace Today Verlag. Alles zu Gerald Wieser, okay? Und deswegen sage ich es nicht an, aber wir sind immer auf der Suche in dieser Zeit nach einem guten Weihnachtsgeschenk, stimmt's? Amen. Und warum nicht etwas Geistliches säen? Okay, warum nicht etwas Geistliches investieren? Und weil jetzt die geniale Gelegenheit dazu eben ist, jetzt um Weihnachten. Und am 24. Januar werden wir bereits die nächste Buchpremiere haben, und zwar Grace Revolution, das allerneueste Buch von Pastor Prinz, ist dann erhältlich am Visionssonntag. Grace Revolution. Preis dem Herrn. Wir freuen uns auf das. Wir freuen uns enorm auf dieses neue Buch. Halleluja. Okay, seid ihr bereit für das Wort? Ready for the Word? Das Wort ist so gut. Huh? Die Bibel sagt uns, das Wort ist die Wahrheit und die Wahrheit setzt uns frei. Weil es Wahrheit ist. Und Wahrheit setzt uns frei. Halleluja. Nicht Halbwahrheiten oder Teilwahrheiten, sondern die ganze Wahrheit. Und ich glaube, in den Jahren, auf die wir zusteuern, auch gesamteuropäisch, denn in dieser Welt wird es nicht heller und heller, sondern in dieser Welt wird es dunkler und dunkler. Aber der Herr hat uns verheißen, uns mehr Licht zu geben. Es wird unter uns heller und heller. Und weißt du was, in einer Zeit voller Schrecknisse, Ängste, Terror und Bedrohnisse sollten wir mehr und mehr Licht haben. Mehr und mehr Licht in unser Leben, nicht mehr und mehr Furcht sollte in unser Leben hineinkommen, sondern mehr und mehr Freiheit, Freiheit von Furcht.
Mut, Kühnheit und nicht Angst vor der Zukunft. Und genau das will der Herr tun in dieser Serie. Diese Serie heißt Perfect Protection, vollkommene Bewahrung. Perfect Protection. Und das wunderbarste Bild, das wir dazu haben, ist, wir haben das schon vor etwa 2 Wochen gezeigt, ist diese Mutterhenne, die ihre Küken bedeckt mit ihren Flügeln. Preis dem Herrn. Und wie die Küken, das seid ihr, klein, flauschig, herzig, wie sie bedeckt werden von der Mutterhenne. Preis dem Herrn. Und das ist das Bild von Gottes Schutz, wie Gott schützt und wie Gott schützen wird. Und dann gibt es ein weiteres Bild, und das haben wir letzte Woche angeschaut. Das ist das Bild von Psalm 91. Psalm 91. Und auch dort wird von Bedeckung gesprochen. Was ist Gottes Weg des Schutzes in Zeiten der Schrecknisse? Denn Jesus hat gesagt, in den letzten Tagen werden Schrecknisse auftreten, Unruhen. Und das Wort Schrecknisse ist im Lateinischen Terror. Deswegen in der englischen Übersetzung haben wir sogar dieses Wort dort involviert. Also diese Dinge sind in der Bibel, Unruhen, Schrecknisse, Dinge, die geschehen werden. Okay? Der Herr hat schon darüber gesprochen. Was ist sein Weg, wie er uns davor beschützt und behütet? Indem er uns bedeckt. Indem er uns bedeckt. Das ist Gottes Weg. Gottes Weg zum Schutz ist Gottes Decke. Gottes Bedeckung. Und Gottes Weg der Deckung. Halleluja. Und deswegen nimm Psalm 91 und dort beginnen wir und dann werden wir, nachdem wir das gelesen haben, werden wir noch für unsere Regierung beten, für die Obrigkeit beten. So wie wir gesagt haben, das tun wir jedes Mal, wenn wir zusammenkommen. Aber lass uns das als Einstieg. Psalm 91, Vers 1. Das war die Botschaft vom letzten Mal. Psalm 91, Vers 1. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Siehst du, Gott bedeckt. Das ist Gottes Weg zum Schutz und zum Schützen. Decken. Halleluja. Unter seine Decke zu sein. Und ganz kurz, ich will nicht die ganze Predigt vom letzten Mal wiederholen, aber ganz kurz. Wir haben schon so viele Predigten gehört, dass wir immer wieder unter Psalm 91 gehen müssen. Und nur immer wieder uns unter Psalm 91 befinden sollten und immer wieder dorthin gehen sollten. Und oftmals in diesen Botschaften, die wir gehört haben, kommt so der Eindruck auf, dass ich, manchmal bin ich unter Psalm 91, dann bin ich wieder nicht unter Psalm 91. Ich bin manchmal drin und draußen, in und out. Ab und zu darunter, unter dem Schutz, und dann bin ich aus irgendwelchen Gründen wieder rausgefallen und bin jetzt nicht mehr unter Psalm 91. Das ist nicht das, was hier steht. Hier steht, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Und wir haben letztes Mal gelernt, dass der Schirm des Höchsten, dort wo er beschirmt, die Bundeslade, die von den Cherubimenengeln beschirmt und beschützt und behütet werden, in diese Bundeslade, auf diese Bundeslade ist der Sühnedeckel, der Gnadenstuhl und das ist Jesus. Und wenn wir unter diesem Schirm sind, unter dem Gnadenstuhl, durch Jesus gesühnt sind. Jesus ist unser Sühnopfer. Wenn wir in Christus sind, sind wir unter dem Schirm des Höchsten. Halleluja. Wenn Jesus dein Herr ist, bist du unter seinem Schirm. Sitzt du unter seinem Schirm. Und weißt du was? Der bleibt dann auch unter dem Schatten des Allmächtigen. Also das ist nicht ein Rein- und Rausfallen oder ein ständig dorthin rennen und dann irgendwie geht man wieder weg und dann rennt man wieder dorthin. Nein, er bleibt, sagt uns die Bibel. It's all about Jesus. Amen. Und wenn Jesus unser Gnadenstuhl ist, Sühnopfer ist, dann bleiben wir unter dem Schatten des Allmächtigen. Halleluja. Wir werden dann zu einem späteren Zeitpunkt noch anschauen, wie wir uns das immer wieder konstant in Erinnerung rufen können, dass wir darunter sind und dass wir darunter bleiben. Denn ab Vers 2 und 3 heißt es, der sagt zum Herrn, der spricht zum Herrn. Indem wir das aussprechen, erinnern wir uns ständig, wir sind unter dem Schatten. Wir bleiben unter dem Schatten des Allmächtigen. Halleluja. Preis dem Herrn. Also, das ist der Ort, wo wir uns aufhalten. Und das ist auch der Ort, wo Gott wollte, dass sich sein Volk Israel aufhielt. Unter seinem Schutz. Preis dem Herrn.
Und heute will ich dir zeigen mit dieser Botschaft, dass das Brandopfer von Jesus eines der fünf Opferarten, dass dieses Brandopfer, das ein Bild ist vom Opfer Jesus, erinnert ihr euch, wir haben vor einigen Monaten haben wir die Opferarten durchgenommen. Die fünf Hauptopferarten im Alten Testament. Brandopfer, Speiseopfer, Friedensopfer, Schuldopfer, Sündopfer. Das sind die fünf Hauptopferarten. Und wir haben das in der Serie Jesus-Centered, haben wir das angesprochen, etwa 8 Wochen lang. Also fast 2 Monate oder sogar noch etwas länger. Dass Jesus die verschiedenen Opferarten ist und was das für uns bedeutet. Nun, wie viele wissen, Offenbarung ist progressiv, ist fortschreitend. Vor 4 Monaten haben wir über das Brandopfer gesprochen und wir hatten soweit Erkenntnis über das Brandopfer und wir hatten gute, tiefe Offenbarung darüber, dass das Jesus ist. Denn als Jesus am Kreuz hing und sagte, mich dürstet, war das ein Ausdruck des Brandopfers. Mich dürstet, das war nicht ein physischer Durst allein, sondern er wurde verzehrt als Brandopfer vom Feuer Gottes. Und das Feuer Gottes in dem Moment stellte den Zorn Gottes dar, der sich erschöpfte komplett und zum Stillstand kam im Opferleib Jesu, als Jesus auf Golgatha am Kreuz hing. Und als er sagte, mich dürstet, spürte er, wie er verzehrt wird und wie er für die Menschheit stellvertretend leidet. Und das war ein Bild des Brandopfers, okay? Weil das Brandopfer wird auf Feuer verzehrt. Deswegen nennen wir es Brand. Feuer, Feuer, Brandopfer. Es wird vom Feuer verzehrt. Aber Offenbarung ist progressiv. Und was wir vor 3-4 Monaten erkannt haben über das Brandopfer, ist noch lange nicht alles, was es zu erkennen gibt. Da kommt immer Neues dazu. Und heute werden wir etwas Neues dazu tun. Okay? Preis dem Herrn. Etwas Brandneues. Etwas Brandneues. Aber bevor wir das tun, lass uns für unsere Regierung beten. Im 1. Timotheus, im 2. Kapitel um Vers 1, heißt es, 1. Timotheus 2 um Vers 1, dort heißt es, dass wir vor allen Dingen, 1. Timotheus 2, nicht 2. Timotheus, vor allen Dingen sollen wir was tun? Vor allen Dingen sollen wir tun, bitten, Gebete für Bitten und Danksagung, für alle Menschen, also vor allen Dingen, bevor du für deine Familie betest, bevor du betest für deine Frau, bevor du betest für deinen Ehemann, bevor wir beten für unsere Gemeinde, bevor du betest für die Pastoren, bevor du betest für den Leib Christi, vor allen Dingen sollen wir das tun. Und damit meint er Könige und Menschen, die in hoher Stellung sind, Obrigkeiten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in all Gottes Furcht und Ehrbarkeit. Und das sollte auch für unsere Gebetsgruppen und auch insgesamt für den Leib Christi, das sollte die Stoßrichtung auch sein des Gebets im Allgemeinen. Und zwar einfach aufgrund von in den Zeiten, in denen wir leben. Okay, das sollte die Stoßrichtung sein, dass wir für unsere Regierung beten. Denn sind wir nicht dankbar, dass wir uns hier frei und öffentlich treffen können? Ja. Wir müssen keine Bewilligung einholen, um uns hier zu treffen. Wir mussten niemandem fragen, dass wir heute Morgen zusammenkommen können. Das ist ein wertvolles Gut, das es zu schützen gibt. Und unser größter Schutz ist, wenn wir zuallererst, vor allen Dingen, bevor wir abstimmen gehen, sollten wir gebetet haben. Vor allen Dingen, Halleluja, ist das das Wichtigste, das wir tun können. Und dann, wenn Abstimmung kommt, geh abstimmen. Und stimm für die Freiheit. Amen. Stimm nicht für Einschränkungen, sondern stimm dafür, dass dieses Land ein freies Land bleibt. Dass Europa ein freies Europa, nun, ich weiß, wir können nicht für Europa abstimmen, aber zumindest unsere Gebete dorthin eben auch zirkulieren, dass wir, preis dem Herrn, dass dies ist ein freies Land, dies ist ein freies Europa und wir lassen uns nicht einschränken und einbinden durch irgendwelche Ideologien. Okay? Sondern dieses Land, und das ist die Aufgabe des Staates, die Aufgabe eines Staates ist es, den Bürgern Freiheit zu geben und Minderheiten zu schützen. Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit etc. etc. Das ist die Aufgabe des Staates, das sicherzustellen. Okay? Deswegen, von dem profitieren wir heute. Okay?
In anderen Ländern könnten wir gar nicht so zusammenkommen wie hier. Oder nur unter Polizeischutz oder unter Armeeschutz. Whatever, whatever. Wir wollen, dass es so bleibt. Ich mag es so, wie es ist. Amen. Preis dem Herrn. Und auch für unsere Kinder, siehst du? Unsere Kinder sollen nicht traumatisiert sein von Terror oder von Krieg, sondern sie sollen aufwachsen können, ihre Seele entwickeln lassen können in einem geschützten Umfeld. Und das gilt es zu bewahren und zu behüten. Praise the Lord. Und deswegen wollen wir aufstehen miteinander und wir wollen für unsere Regierung beten. Nächste Woche ist Bundesratswahl. Hey, 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 das wird spannend. Aber noch viele andere Dinge stehen an. Weißt du was? Nur der Heilige Geist weiß, was alles ansteht. Wo alles Gefahr lauert. Was alles im Köcher ist. Nur er weiß es. Wir wissen einen Bruchteil von diesen Dingen. Aber wir haben Gottes Unterstützung im Gebet. Deswegen wollen wir auch im Geist beten. Nicht nur einfach im Verstand, sondern auch in neuen Sprachen für das beten. Also wenn du mich plötzlich nicht mehr verstehst im Beten, das sind Himmelszungen. Das ist die neue Sprache. Okay? Das ist das Zungenreden. Und alles gut dabei. Preis dem Herrn. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass wir einstehen als Grace Family. Heute Morgen für unsere Regierung. Wir stehen ein für alle Ebenen, kantonal, national, Gemeindeebenen. Und vor allem, Vater, für diese kommende Woche, wir bitten, dass dein Wille geschieht. Denn unsere Regierung ist wichtig und die Zusammensetzung unserer Regierung ist wichtig. Und wir bitten dich, Vater, dass die richtige Person der neue Bundesrat wird in unserem Land. Wir bitten dich, dass dieses Gremium gestärkt wird und dass sie weise Entscheidungen fällen. Wir bitten dich, dass du den Geist des Bundesrates erweckst, so wie du den Geist von König Kyrus erweckt hast und er dann mit Weisheit, Halleluja, Entscheide gefällt hat. So bitten wir dich, Vater, dass du den Geist jedes Einzelnen und jeder Einzelnen Person im Bundesrat, dass du erweckst, Erweckung schenkst, Halleluja, dass du Einsicht und Erkenntnis gibst und dass du Weisheit schenkst, Vater. Wir bitten dich dafür, wir bitten dich aber auch, dass Arbeiter über ihren Weg gesandt werden. Arbeiter, genau auch dort im politischen Bereich, Arbeiter, denn auch dort ist das Erntefeld groß. Sende du, Menschenvater, Arbeiter mit der frohen Botschaft von Jesus Christus. Denn keine politische und keine militärische Lösung ist die richtige Lösung. Denn du allein, Jesus alone, du bist die Solution, du bist die Lösung, Herr. Nur du allein, sonst gar nichts. Halleluja. Stecke die Beste Kurbosa la Kadabaya. Stecke die Deische Kurbosa la Kadabaya. Neo so so Kurbosa la Kadabaya. Stecke die Beya. Neo Kurbosa la Kadabaya. Seki ne Mendoro Boste Kidabaya. Thank you, Jesus. So Kurbosa la Kidabaya. Oh, Babande Stecke die Dienste Kurbosa la Ninde de Deische Kurboa. Kiste Kirbeste Kadabaya. Für unsere Regierung. Für unsere Regierung. Herr, unsere Gebete sind für unsere Regierung. Nicht gegen unsere Regierung. Wir sind Fürsprecher für unsere Regierung und nicht dagegen. Wir treten für sie ein und nicht dagegen. Staya Kuruboa, Sheneneistu Kuruboa, Leia Nananda Sakarabaya, Lokurubosche Sisikiremeistu Kuruboa. Dafür, nicht dagegen, sondern dafür. Danke, Jesus. Dafür und nicht dagegen. Staya Kunumonde, Leo Sosukuruboste Karabaya, Teo Sosukuruboste Kirabaya, wir treten, Herr, in den Riss für sie, Halleluja, und nicht gegen sie. Für sie, Halleluja. Tisso kurboste lake debaia. Tisso kurboste lake debaia. Tisso kurboste lake debaia. Tisso kurboste lake debaia. Thank you, Jesus. Vater, wir preisen dich und wir rühmen den Namen Jesus. Wir sprechen den Namen Jesus über dieses Land. Wir sprechen, Vater, das, was auf unserer Flagge steht. Halleluja. Roter Grund, das Blut Jesu. Weißes Kreuz, die Gerechtigkeit Jesu. Allein durch Golgatha. Denn du, Jesus, das Kreuz ist unsere Lösung. Halleluja. Du allein bist unsere Lösung. Wir bitten dich, Vater, dass du Menschenherzen erweckst in diesem Land. Halleluja. Dass Menschen dich erkennen als Herrn
und erlösen. Und wir bitten dich für alle Gemeinden und für all diejenigen, die heute Morgen Gottesdienst feiern, wo sie auch zusammenkommen, stärke du den Leib Christi in diesem Land. Wir bitten für den Leib Christi. Wir bitten, dass alle Unterschiede zur Seite gelegt werden und dass wir den gemeinsamen Nenner finden, das Evangelium der Gnade. Christus im Zentrum. Halleluja. Wir bitten dich in Jesus' Name. Halleluja. Vater, wir bitten dich aber auch, dass Altes abgelegt werden kann und Platz wird für Neues, dass du Altes durchbrichst, Altes sprengst, alte Ketten wegsprengst und dass Menschen auch in unserem Land im Leib Christi erneuert werden. Halleluja. Und nicht im Alten stecken bleiben, sondern dass wir den Genuss des neuen Weines haben. Halleluja. Den Genuss des neuen Schlauches, der Genuss des neuen Bundes. Halleluja. Wir deklarieren den neuen Bund über diesem Land. Halleluja. Wir deklarieren einen Bund, der in Christus gründet, den Bund der Gnade für dieses Land. In Jesus' Name. Amen und Amen. Preis dem Herrn. Amen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wow. Ihr seid voll mit dabei, betet voll mit. Großartig, großartig. Und deswegen habe ich das gebetet, was ich jetzt zum Schluss gebetet habe. Das Alte muss weggesprengt werden, denn so wie wir hier beten, ist nicht überall möglich. Und ich rede von Kirchen. Dass alle mitbeten, okay? Das war keine stille Zeit. Denn es gibt stilles Gebet, es gibt aber auch lautes Gebet. Und das kann noch viel lauter werden. Amen. Preis dem Herrn. Aber dazu muss das Neue, Halleluja, durchbrechen. Keine Scham und keine Angst vor, zu laut zu werden. Denn der neue Bund, Halleluja, wir rufen ihn laut aus. Der neue Bund hat eine große, starke, klare Stimme. Praise the Lord. Solange Israel Gott zu seinem Gott machte, waren sie unter seinem Schutz. Solange Israel Gott zu ihrem Gott machte, waren sie unter ihrem Schutz. Und dieser Schutz war Schutz vor dem Bösen. Und ich möchte mit euch drei Stellen anschauen aus dem 5. Buch Mose, wo wir das ganz klar eben sehen. Hier ist die erste, 5. Mose, Kapitel 32, Vers 9 bis Vers 12. Er sagt, das Teil des Herrn ist sein Volk. Jakob ist das Los seines Erbteils. Er hat ihn in der Wüste gefunden, in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn, er behütete ihn wie sein Augapfel. Hier wird davon gesprochen, wie Gott sein Volk findet, wie Gott Israel findet. Und er hat sie behütet wie ihren Augapfel, weil er sie gefunden hat. Und Behütung ist gleich das Nächste. Wie ein Adler seine Nestbrut aufscheucht, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. Siehst du, das ist das, was wir in den letzten Wochen jetzt auch gesehen haben, bedeckt zu sein. Der Herr allein leitete ihn und kein fremder Gott war mit ihm. Und das ist der entscheidende Satz. Der Herr allein leitete sie, der Herr allein war ihr Gott. Wenn Gott nicht unser Gott ist, kann er nicht unser Beschützer sein. Wir müssen Gott zu unserem Gott machen, damit er unser Bewahrer sein kann. Und solange Israel ihn zu ihrem Gott machte, war er ihr Beschützer. Aber nicht immer war das so. Israels hatte Auf und Ab, Aufs und Abs. Und sie wandten sich anderen Götzen zu. Und weißt du, was sie verloren? Gottes Schutz. Gottes Schutz. Denn hier sehen wir es. Der Herr allein leitete ihn und kein fremder Gott war mit ihm. Der Herr allein war ihr Schutz. Und das ist so entscheidend. Der nächste Vers, den wir sehen, Vers 17 bis 18, also 5. Mose 32, 16, 17, 18. Sie erregten seine Eifersucht durch fremde Götter,
Durch Gräuel erzürnten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und du hast den Gott vergessen, der dich hervorbrachte. Siehst du, das war immer wieder diese Situation. Wenn sie ihren Gott zu ihrem Gott machten, waren sie unter seinem Schutz. Folgten sie aber anderen nach, folgten sie Götzen nach, Götter, die sie nicht kannten, Götter, die ins Land kamen, Verehrungen, die ins Land kamen, dämonische Verehrungen, die ins Land kamen, verloren sie diesen Schutz, weil sie diesen anderen Göttern nachfolgten. Und im selben Kapitel, also im Kapitel 32, sehen wir in den Versen 37 und 38, sehen wir, was passierte. Er wird sagen, wo sind ihre Götter? Damit meint er jetzt diese Götzen. Er wird zu Israel sagen, wo sind ihre Götter? Der Fels, bei dem sie Zuflucht suchten. Sie, die das Fett ihrer Opfer aßen, den Wein ihres Trankopfers tranken. Sie sollen aufstehen und euch helfen. Sie sollen euch beschirmen. Solange sie nicht unter dem Schirm des Höchsten sitzten, hatten sie keinen Schutz mehr vom Schirm des Höchsten. Und der Herr redet hier mit ihnen. Der Herr sagt hier zu ihnen, wo ist der Schirm dieser Götzen? Wo ist der Schirm von diesen fremden Göttern? Wir könnten sagen, wo ist der Schatten dieser Götter? Beschützen sie euch? Fragezeichen. Helfen sie euch? Fragezeichen. Beschirmen sie euch? Fragezeichen. Weißt du was? No. Das waren die Zeiten, wo Israel verlor. Das waren die Zeiten, wo sie die Kriege verloren. Das waren die Zeiten, wo sie angegriffen wurden. Das waren die Zeiten, wo sie unter Druck, Bedrängnisse, Schrecknisse und Unruhen kamen, als sie ihren Gott verließen. Denn ihren Gott zu verlassen, bedeutet, sie haben sich anderen Göttern hingewandt. Und der Herr sagt und er fragt, ja, wo ist jetzt der Schutz? Wo ist die Beschirmung? Zeigt es mir. Was tun eure Götter? Was tun diese fremden Götter? Wo sind sie? Wie können sie helfen? Kannst du sehen, was hier passiert? Siehst du, das ist passiert. Solange Israel Gott zu seinem Gott machte, waren sie geschützt. Aber in dem Moment, als sie ihn verließen, verloren sie ihren Schutz. Und jetzt schau dir hier diesen letzten Vers an, in diesem Vers 37. Er sagt, sie, die das Fett ihrer Opfer aßen, den Wein ihres Trankopfers tranken, sie sollen aufstehen und euch helfen. Der Herr spricht hier von Opfern. Dann hör mir gut zu. Gott erwartet, dass Opfer beschützen. Gott erwartet, dass die richtigen Opfer Schutz und Bewahrung bringen. Deswegen kannst du so sicher sein, ohne einen irgendwelchen Zweifel, wo du hingehst, Jesu Opfer beschützt dich. Jesus, weil er sich geopfert hat, schützt dich. Jesus ist dein Schutz. Und das wollen wir genauer anschauen. Denn siehst du, diese Opfer spricht er hier an. Er sagt, diese Götter, sie haben ihr Fett selber gegessen. Sie haben ihre Trankopfer selber getrunken. Wo ist jetzt ihr Schutz? Denn Israel hatte ja genau aus diesem Grund verschiedene Opferarten. Und das wichtigste Opfer, das sie hatten, war das Brandopfer. Und solange sie das Brandopfer hatten, waren sie bewahrt vor dem Bösen. Und das wollen wir heute uns genauer anschauen. Solange sie dieses Brandopfer hatten, war Bewahrung vor dem Bösen möglich. Würden sie aber ihren Gott verlassen, ihre Brandopfer verlassen,
ihre Opferarten und ihre Altäre, die Gott ihnen zeigte, wie man sie aufbauen sollte, wie man opfern sollte, wenn sie das verlassen würden und sich fremden Göttern hingeben würden. Und diesen fremden Göttern ihre Speiseopfer, ihre Brandopfer, ihre Trankopfer etc. widmen würden, würden sie ihren Schutz verlieren. Sie würden ihren Schutz verlieren. Und ich möchte, dass wir heute Morgen eine Offenbarung von Jesus haben, wie sehr er dein Schutz ist. Denn das ist der Garant dafür. Der Garant, dass du bewahrt und behütet bist, ist die Person Jesu auf seinem Opfer aufbauend. Halleluja. Siehst du, das Opfer hat uns nicht nur ewiges Leben gebracht, die Sünden vergeben. Das Opfer stellt uns zugleich, das Opfer Jesu stellt uns zugleich unter göttliche Bewahrung. Halleluja. Und über das haben wir so noch nie gesprochen. Preis dem Herrn. Und deswegen möchte ich, dass du diese Offenbarung heute Morgen hast. Aber siehst du die Situation hier anhand dieser Bibelstelle? Siehst du diese Situation, die wir hier haben? Die Opfer sollten sie beschützen. Denn die Opfer und Opfergaben haben Kraft, sie zu bewahren. Der Herr erwartet sogar, dass Opfer behüten, sonst würde er das so nicht sagen. Siehst du das? Der Herr erwartet, Gott erwartet, dass diese Opfer sie beschützen. Natürlich würden sie es nicht tun, aber die Erwartung ist da, denn Gott weiß, wovon er spricht. Und er weiß, warum er all die Opferarten für Israel eben aufzeigte. Und deswegen redet er so. Wir wissen, dass sie das niemals können, dass diese fremden Götzen niemals bewahren können. Aber der Herr erwartet das, weil das ist sein Standard. Das ist das, was er tut. Seine Opfer behüteten, bewahrten Israel. Halleluja. Seine Opfer behüteten und bewahrten Israel. Nun müssen wir verstehen, siehst du, er sagt, wo sind eure Trankopfer? Sie haben ihre Trankopfer selber getrunken. Wir wissen von dieser Serie, wo wir über die Opfergaben Jesu gesprochen haben, dass es Opfer gab, die Zusätze mitbekamen. Zum Beispiel ein Speiseopfer. Dort wurde ein Trankopfer mit dazu gegeben. Und das geschah meistens in Verbindung mit dem Brandopfer. Und die Stelle will ich dir kurz zeigen. Und zwar ist es im 5. Mose, im 23. Kapitel und Vers 18. Entschuldigung, im 3. Mose. 3. Mose, 23 und Vers 18. Und er redet hier vom neuen Speiseopfer. Und das ist eine der Stellen, du magst dich vielleicht nicht erinnern, aber das ist eine der Stellen, die wir in dieser Serie angeschaut haben. Er redet hier vom Speiseopfer. Er sagt, zu dem Brot aber sollt ihr 7 einjährige, makellose Lämmer darbringen. Wenn du Lamm hörst, hörst du? Jesus. Er ist das ultimative Lamm. Halleluja. 7 einjährige, makellose Lämmer. Von was spricht das hier? Diese 1 spricht davon, dass einjährige 1 ist, dass Jesus Gott ist. Denn 1 ist Einheit. Der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet ist Aleph, hat den Zahlenwert 1. 1 zu sein. Spirit, Soul und Body. Vater, Sohn und Heiliger Geist. 1, ein Gott. One God, okay? Offenbart in 3 Persönlichkeiten. One God, ein Gott. Also, hier redet er davon, dass es ein einjähriges, makelloses, und das Makellose redet von der Sündlosigkeit Jesu. Jesu hatte nicht einmal einen Gedanken von Sünde. Er war so makellos, so rein wie ein einjähriges Lamm. Hat ein einjähriges Lamm Sünde? Nein. Denkt ein einjähriges Lamm Sünde? No. Fühlt ein einjähriges Lamm Sünde? No. Ein einjähriges Lamm ist ein einjähriges Lamm. Schäferli. So rein, so vollkommen, so am liebsten würden wir es in den Arm nehmen. Und du weißt, nichts Böses kommt daraus, stimmt's? Nichts Böses. So rein, so vollkommen war unser Herr. Ein
siebenjährig, makellos. Die Lämmer sollen sie bringen und es sind sieben. Sieben ist die Zahl von Perfection, Vollkommenheit. Halleluja. Das Opfer Jesu hat alle anderen Opfer involviert. Ein einziges Opfer am Kreuz reichte für die gesamte Menschheit und für den Rest deines Lebens. Perfekt. Perfektion in seiner ganzen Reinheit, Purheit. Perfekter geht es nicht. Deswegen haben wir hier sieben. Sieben ist die Zahl von Perfection, Vollkommenheit. Darbringen. Und ein Jungstier und zwei Widder, das soll das Brandopfer für den Herrn sein. Also siehst du, er redet hier bereits schon vom Brandopfer und das dazugehörige Speiseopfer. Nun war es so, dass eben diese Opfer oftmals in Zusammenhang gegeben wurden. Also ein Brandopfer und ein Speiseopfer kamen zusammen. Und es wurde zusammengegeben. Dazu ein Trankopfer, ein Feueropfer dem Herrn zum lieblichen Geruch. Wenn der Herr diese Opfer roch, als sie vom Altar aufstiegen, weil das Brandopfer wurde verzehrt auf dem Altar. Und als er roch, wie es aufstieg und das Trankopfer, der Wein, der dazugegeben wurde, als er das roch, erfreute das sein Herz. Erfreute das ihn. Und weißt du, da musste man Wein dazugeben, damit dieser Geruch so lieblich wurde für den Herrn. Denn es ist jedes Opfer ein Bild von Jesus. Jedes Mal, als Gott diesen Geruch roch, wurde er an Jesus, seinen Sohn, erinnert. Und er wurde daran erinnert, was geschehen würde bald. Dass Jesus Christus kommen würde und die Menschheit erlösen würde. Und dass wir heute ein lieblicher Geruch wegen ihm sind. Für den Herrn riechst du immer gut. Auch nach dem Jogging. Für den Herrn riechst du immer. Du bist immer ein lieblicher Geruch für den Herrn, weil Jesus ein lieblicher Geruch ist für ihn. Siehst du, diese Opfer wurden dem Herrn geopfert. Das Trankopfer wurde dazu gemischt, um es dem Herrn zu opfern. Aber vorher haben wir gelesen, dass diese Götzen ihre eigenen Trankopfer getrunken haben. Dass diese Götzen, dass sie so gemacht haben, dass sie selber getrunken haben. Und selber vom Fett gegessen haben. Fett ist das Heiligste. Das muss in Rauch aufgehen. Okay? Das ist das, was so heilig ist für den Herrn. Weil Fett, wenn du Fett anschaust, dann ist es so diese schälartige weiße Masse. Und das zeugt von der Gerechtigkeit und von der Reinheit. Und das brachte dem Herrn immer Wohlgefallen. Immer, always. Aber diese falschen Götter haben selber gefressen, haben selber gesoffen. Und das ist, was wir vorher gelesen haben. Und jetzt sagt er, wo sind sie? Warum helfen sie euch nicht? Weil sie nicht helfen können, weil sie die Falschen sind. Aber hier will ich dir zeigen, dass diese Opfer verbunden waren, dazugehörten. Okay? Und dass das Hauptopfer für Israel war das Brandopfer. Das Brandopfer war das Hauptopfer. Und so lesen wir im 3. Mose, im 1. Kapitel um Vers 3, lesen wir von diesem großen Brandopfer. Ist seine Opfergabe ein Brandopfer vom Rind, so soll er ein makelloses männliches Tier darbringen. Zum Eingang der Stiftshütte soll er es bringen, damit es ihn wohlgefällig mache vor den Herrn. Was tat das Brandopfer? Für Israel als Nation, aber auch für den Einzelnen. Es machte die Menschen wohlgefällig. Durch das Brandopfer erhielten sie Gottes Gunst. Das Brandopfer brachte ihnen Gottes Gnade. Halleluja. Es machte sie akzeptiert, wohlgefällig vor ihrem Gott. Nun, Jesus ist dieses Brandopfer. Das heißt, du hast Gottes permanente Gunst auf dir, weil dieses Opfer begünstigte den Israelit. Dieses Opfer machte ihn wohlgefällig. Wenn er dieses Opfer brachte,
Denn unter dem alten Bund musste man es bringen. Unter dem neuen Bund brachte Jesus es selbst dar. Als der Israelit es brachte, hatte er den Segen mit sich. Hey, vor einem großen Business-Deal. Geh und mach ein Brandopfer, schnell, schnell, schnell. Vor einer großen Unterschrift, Millionenvertrag. Geh, schnell, 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 Brandopfer, Brandopfer. Er hatte Gottes Gunst mit sich, weil das Brandopfer das bewirkte. Unser Brandopfer ist Jesus. Und es bewirkt Gottes Gunst. Solange Israel unter Gunst war, Favor, solange Israel unter Gunst war, waren sie unter Gottes Schutz. Halleluja. Und jetzt? Das ist alles Einleitung, habe ich noch gar nicht begonnen. Schau dir das an. 3. Mose 1, Vers 11. Wo wurde dieses Brandopfer geopfert? Wo wurde dieses Brandopfer geschlachtet? Hier siehst du es. Ein paar Verse weiter. Und er soll es an der nördlichen Seite des Altars vor dem Herrn schächten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut ringsum an den Altar sprengen. Das ist das Brandopfer. Es wird geschlachtet an der Nordseite des Altars. Nun, ihr wisst, was ich schon immer sagte. Jedes Wort, jede Maßeinheit, jede Farbe, jedes Metall, ja sogar jede Himmelsrichtung hat in der Bibel eine Bedeutung. Und der Norden ist ein Abbild, woher das Böse kommt. Wenn wir über den Norden sprechen, dann ist das ein Bild für die Nation Israel, woher für sie das Böse kam. Dieses Brandopfer wurde auf der Nordseite geopfert. Und das bedeutet etwas. Jesus ist unser Brandopfer, stimmt's? Und das Blut, das die Priester ringsum den Altar besprengten, nahmen sie vom geschlachteten Tier von der Nordseite. Siehst du, kein Wort ist bedeutungslos. Keine Angabe in der Bibel ist bedeutungslos, sondern alles hat seinen perfekten, vollkommenen Sinn und Zweck. Warum nicht im Süden? Ha, Richtung Italien. Warum nicht im Westen? Warum nicht im Osten? Dieses Opfer, siehst du, wir haben die Himmelsrichtungen in der Schrift und vor allem mit den Opfern und mit dem Altar zusammen, ist sehr oft in Verbindung mit Osten. Denn jede Himmelsrichtung hat ihre Bedeutung. Siehst du, Jesus ist unser Brandopfer. Geschlachtet wurde das Brandopfer im Norden. Jesus bringt das Böse, das vom Norden kommt, in deinem Leben zum Stillstand. Denn Golgatha liegt im Norden von Jerusalem. Das Kreuz Jesu, der Berg, die Schädelstätte, ist im Norden der heiligen Stadt. Das Böse kommt vom Norden. Lass uns anschauen. Jeremia, 6. Kapitel und Vers 1. Flieht, ihr Kinder Benjamins, aus Jerusalems Mitte, und stoßt in das Schofarhorn in Tekoa und über Bet-Karem. Richtet ein Zeichen auf, denn ein Unheil droht von Norden her. Ein Unheil droht von Norden her und ein großes Verderben. Norden hat eine Bedeutung. Jeremia
1, Vers 14. Schau dir an, was es dort heißt. Und der Herr sprach zu mir, von Norden her wird das Unheil über alle Bewohner des Landes entfesselt werden. Come on, das klingt wie vor etwa einem Monat. Unheil, das entfesselt ist. Unheil, das unkontrollierbar ist. Doch dank sei Gott, das Schlimmste wurde verhindert. Aber Entfesselung von Dingen, das ist das, was die meisten Menschen fürchten, dass in der Zukunft die Dinge aus dem Ruder geraten. Für Israel, für die Nation Israel, kam die Bedrohung bis zum heutigen Tag immer aus dem Norden. Darum auch, was im Moment weltpolitisch läuft, ist sehr, sehr interessant. Die ganzen Interventionen, die heute laufen, im Nahen Osten, ist sehr interessant, das zu beobachten. Okay? Selbst heute noch ist im direkten Norden von Israel sind feindliche Mächte stationiert. Selbst heute noch. Und Israel, das ganze Land ist umgeben. Nicht von Freunden, sondern von Feinden. Und wir sehen, dass somit der Norden bekommt eine geistliche Bedeutung in der Schrift. Okay? Eine geistliche Bedeutung. Schau dir das an. Jeremia, 6. Kapitel, 22 bis 25. So spricht der Herr, siehe, es kommt ein Volk aus dem Land des Nordens. Und eine große Nation erhebt sich von den äußersten Enden der Erde. Mit Bogen und Wurfspieß sind sie bewaffnet. Grausam sind sie und ohne Erbarmen. Ich meine, das spricht in unsere heutige Zeit hinein, stimmt's? This is today. Das ist heute. Grausam und erbarmungslos sind sie. Ihr Lärm ist wie das Brausen des Meeres. Und auf Pferden reiten sie, gerüstet wie ein Mann zum Kampf gegen dich, o Tochter Zions. Hör mir gut zu. All das, was wir hier sehen in Europa, ist kein Krieg in erster Linie gegen Europa, sondern gegen Israel. Lass dich nicht blenden, okay? Der erste Krieg ist immer der Krieg gegen Israel. Und in zweiter Linie ist es ein Krieg gegen Europa, das christliche Europa. Aber in allererster Linie ist es immer ein Kampf gegen das Judentum, gegen die Juden, gegen Israel. In allererster Linie, okay? Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ganz, ganz wichtig, weil wir da zusammen darin sind. Okay? Hör mir gut zu. Wird Israel attackiert, attackieren sie uns. Wird Europa attackiert, attackieren sie Israel. Es ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Ganz wichtig. Deswegen, wir haben das in den vergangenen Wochen getan, ist es so wichtig, dass du für die arabische Welt betest. Dass du mittendrin, denn es gibt heute schon Zeugnisse für Menschen, die mittendrin sind, die im Versuch sind, Böses zu tun, eine Offenbarung von Jesus haben. Und heute, anstatt Menschen den Kopf abschneiden, taufen. Amen. Solche Zeugnisse gibt es immer mehr und werden immer mehr und mehr hören. Hör mir gut zu, am Schluss, wir werden gewinnen. Weil Gott unser Gott ist und nicht irgendein Götze. Halleluja. Weil der Herr unser Gott ist und nicht irgendeiner. Aber kannst du sehen, dass vom Norden her, dann Vers 24, als wir von ihnen hörten, da wurden unsere Hände schlaff, Angst ergriff uns, wehen wie eine Gebärdende. Das sind Menschen heute, die sich so fühlen in unserer Umgebung, in unseren Nachbarländern. Das ist die Situation. Nicht wenige fühlen sich so. Woher kommt es? Aus dem Norden. Joel 2, Vers 20 und 21. Sondern ich will den von Norden kommenden von euch entfernen und ihn verstoßen. In ein dürres und wüstes Land. Seine Vorhut ins östliche Meer und seine Nachhut ins westliche Meer.
und sein Gestank soll aufsteigen und, seine und sein Verwesungsgeruch sich erheben. Denn er hat groß getan. Fürchte dich nicht, o Land, sondern frohlocke und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Ich glaube, es ist zweifellos, dass wir verstehen, dass vom Norden das Böse kommt. Und dass das eine der wichtigen Bedeutungen des Nordens ist in deiner Bibel. Nun, übernimm jetzt das nicht eins zu eins im Natürlichen. Also wir reden nicht über die Norddeutschen, über Skandinavien, okay? Sondern das ist ein geistlicher Begriff. Verstehst du? Das ist ein geistlicher Ausdruck, wo wir sehen, dass das Böse im Allgemeinen so zum Ausdruck kommt. Aber weißt du was? Wo ist das Brandopfer geopfert? Wo floss das Blut des Brandopfers? Auf der Nordseite. Halleluja. Das Brandopfer ist unser Schutz. Das Brandopfer war der Schutz für Israel. Solange Israel Gott zu ihrem Gott machte und Brandopfer opferte, waren sie unter seinem göttlichen Schutz. Denn jedes Mal, zweimal am Tag, wurde es im Norden geschlachtet. Jedes Mal, zweimal am Tag, das ist das Tamidopfer. Denn es wurde am Morgen und am Abend, jeweils zweimal am Tag, wurde am Morgen und am Abend um 9 Uhr und um 15 Uhr wurde ein Brandopfer geschlachtet und wurde gegeben. Und das ist, Jesus wurde ans Kreuz genagelt um 9 Uhr und er starb um 15 Uhr. 6 Stunden war er am Kreuz. Als die Kehle des ersten Brandopfers durchgeschnitten wurde und Blut floss, ging der erste Nagel in die Hände Jesu. Als das zweite Tamidopfer, das zweite Brandopfer geopfert wurde und es ihm die Kehle durchgeschnitten wurde und das Blut floss, sagte Jesus, es ist vollbracht. Und er verschied um 9 Uhr und um 15 Uhr. Halleluja. Das war die Zeit, wo Jesus am Kreuz hing. Und es war das erste und das zweite Brandopfer. Er füllte sich in seinem persönlichen Opfer. Halleluja. Für dich und mich wurde Jesus, damit er das Böse in deinem und meinem Leben zum Stillstand bringt, im Norden geopfert. Und weil das so ist, ist er dein Schutz und deine Bewahrung. Halleluja. Jesus ist dein Schutz und deine Bewahrung vor dem Bösen. Ist das nicht großartig? Er ist dein Schutz und deine Bewahrung. Denn das Blut Jesu bringt das Böse in unserem Leben zum Stillstand. Es ist das Blut Jesu. Siehst du, wir haben gesehen, dass vom Norden die feindliche Großmacht kommt. Und die Priester, sie sprengten dieses vergossene Blut um den Altar herum. Und dieses Blut war der Schutz für Israel. Erinnerst du dich, als Mose sie herausführte aus Ägypten? Was strichen sie an ihre Türpfosten? Blut. Das ist, was sie an ihre Türpfosten strichen. Das Blut Jesu ist dein und mein Schutz. Halleluja. Denn Blut hat sie schon immer geschützt. Ganz am Anfang, als sie mit Mose gingen, unter dem Gesetz, als sie opferten, und heute das vergossene Blut von unserem Herrn. Halleluja. Golgatha liegt im Norden.
Und wenn es etwas gibt, an das du in dem Moment denken kannst, wenn Angst und Furcht über dich kommt, ist es an dieses Brandopfer Jesu, das dein Opfer geworden ist. Erinnere dich daran. Und ich glaube, das bleibt jedem hängen, dass es im Norden geschlachtet wurde. Und der Herr kann sofort dir einen Frieden geben, eine Ruhe geben, weil du weißt, durch sein Opfer stehe ich unter seinem Schutz. Und das macht unser Schutz so vollkommen. Das macht uns so sehr, unter dem Schatten des Allmächtigen zu sein und unter dem Schirm des Höchsten zu sitzen. Wir brauchen keine Angst zu haben vor der Zukunft. Denn du und ich haben ein Brandopfer. Halleluja. Und dieses Brandopfer ist unsere Bewahrung, unser Schutz. Now Israel, die waren Zeiten bei Gott und dann gingen sie wieder weg und folgten anderen Götzen nach. Hey, Jesus ist ein für alle Mal dein Herr. Du kannst gar nicht anders, als er hat dich erkauft. Er hat dich angenommen. Du bist nicht einmal hier und einmal da. Du bist unter ihm. Amen. Keine Angst, in und out, rein und raus zu fallen wie Israel. Unter dem neuen Bund hat er sich für dich entschieden. Halleluja. Er hat dich erwählt. Und das wird auch immer so bleiben. Aber dein Bewusstsein ist wichtig. Okay? Dein Bewusstsein ist wichtig, dass du dieses Bewusstsein, dass du unter seinem Schutz bist, aufrechterhalten kannst. Deswegen, wenn wir nochmals zurück zum Psalm 91 gehen, nur noch Vers 2 anschauen, weil da werden wir dann nächstes Mal anknüpfen. Siehst du? Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Wie kannst du dich daran erinnern, dass du unter seinem Schutz stehst? Indem du sagst, ich sage, Gott ist mein Schutz. Ich sage, Jesus ist mein Brandopfer. Ich sage, Jesus, das Brandopfer wurde im Norden geopfert. Er stoppt das Böse in meinem Leben. Ich sage, das Böse wird durch das Opfer Jesu in meinem Leben zum Stillstand kommen. Ich sage, ich sitze unter dem Schirm des Höchsten. Ich sage, ich bin unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage, Herr, du bist mein Zufluchtsort. Ich sage. Halleluja. Wie erinnerst du dich konstant daran, dass du unter dem Schatten des Allmächtigen bist, indem du sagst, danke Jesus, ich bin unter deinem Schatten. Danke Jesus, ich bin unter dir. Du bist mein Gnadenstuhl, du bist mein Sühnopfer. Thank you, you speak. Du sagst, das ist, wie du dich konstant daran erinnerst. Und das bringt Frieden und Ruhe in deine Seele. Halleluja. Halleluja. Sprich zum Herrn. Spreche du zum Herrn und erinnere dich daran, was er getan hat. Unser Problem ist nicht, was Gott getan hat, sondern unser Problem ist, wir müssen uns ständig daran erinnern, was er getan hat. Das ist es. Wir müssen uns ständig daran erinnern, was er getan hat. Preis dem Herrn. Deswegen predige ich ständig. Weil es selber so gut ist, sich ständig daran zu erinnern, was er getan hat. Lass uns zusammen aufstehen. Halleluja. Thank you, Jesus. Jesu Blut bringt das Böse zum sofortigen Stillstand. Halleluja. Vater, wir danken dir und wir preisen dich. Wir danken dir, dass Jesus unser Brandopfer ist. Er ist unser Opfer und das wird für immer so bleiben. Danke, Herr, dass du unser Gott bist und dass wir keinen besseren Gott haben könnten als unseren Herrn, Jesus Christus. Unser Brandopfer im Norden geschlachtet, damit das Böse in unserem Leben zum Stillstand kommt. Jesus, was für eine Zuversicht, was für einen Frieden, was für eine große Vertrautheit und was für Vertrauen in unserem Herzen aufsteigt,
wenn wir verstehen, dass du unser Opfer bist. Halleluja. Und dass du uns als Opfer beschirmst, beschützt, behütest, hilfst. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich möchte, dass Jesus mein Herr und Erlöser wird, dass er mein Schutz, mein Schirm, mein Schild, mein Zufluchtsort wird, dann gibt es keinen besseren Moment, als gerade jetzt ihn zum Zufluchtsort zu machen, ihn zum Schutz und Schild zu machen. Du fragst, Pastor Erich, wie mache ich das? Simpel und einfach, mit einem kurzen Gebet, das von deinem Herzen kommt. Wir aussprechen und uns daran erinnern, Herr, du bist unser Schutz, du bist unser Schild, du bist unser Zufluchtsort. Wenn du heute Jesus in deinem Leben empfangen möchtest, mit einer ganz bewussten Entscheidung, dann werde ich kurz beten. Die Versammlung wird diese kurzen Sätze mitbeten. Wir werden ein ganz, ganz einfaches Gebet sprechen. Halleluja. Ganz einfaches Gebet, das vom Herzen kommt, aber das eine große Bedeutung hat. Amen. Seid ihr bereit, das zu tun? Wenn du heute hier bist und sagst, das möchte ich mitmachen, mitbeten, dann lass diesen Moment jetzt nicht aus deinen Händen gleiten, sondern dieser Moment ist so, so wichtig in unserem Leben. Ready? Lass uns beten. Lieber Vater, danke für Jesus. Er ist unser Brandopfer. Er ist mein Brandopfer. Er bringt das Böse zum Stillstand. Ich brauche mich nicht zu fürchten. Denn du bist mein Schutz, mein Schild, mein Zufluchtsort. Jesus, ich danke dir für Frieden, Ruhe in meinem Herzen. Danke, Jesus. Ich spreche, Jesus, sei du mein Herr. Sei du mein Erlöser. Amen. Amen.